Tode auf 10.000 oder 20.000 begrenzt. Denn na gut, dann wäre aber der, dann wäre es aber der Spielspaß, dann hätte ich mir das Spiel nicht gekauft. Okay, aber ich mein, wenn man bedenkt, 215 Millionen Tode ist doch ganz schön viel. Na gut, muss realistisch sein. Ne? 15 das Millionen wären okay. Aber gleich noch eine 200 dran zu hängen. Ist ein bisschen dölle, ja. Ich habe ihn kombinieren. Set Monkey. Ah, das ist ja schon mal. Oh, wir haben, wir haben begonnen schon. Mist. Kommst du kommst immer noch drin, oder? Ja, ich bin drin. Ne? Oh, es spielt mal endlich wieder jemand. Und jetzt ausgerechnet ruckelt es nicht mehr. Ruckelt's? Nö, nicht mehr, nicht mehr. Du wirst mich gleich sehen, wenn du nicht. Gut, du bist nicht der Kerl, ja. Nö. Ich seh dich. Gut, ich dich nicht. Ach, jetzt habe ich ein Double erstellt. Da oben bin ich. Ja, dann komm hier runter. Ja, warte, ich muss ja gucken, dass ich den. Ich veralber mal den. Oh Gott. Das noch einer Spiel hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh Gott. Ich hab mal. Naja, ich hab's gesehen. Da bist du. Wo bin ich? Du bist das RCS, was sind Flux eigentlich? Warum gehe ich von der Kugel eigentlich weg? Bin ich so der. Glaubst du jetzt. Wo bist du denn? Da. Wo? Du leuchtest gerade den anderen Typen an. Ich stehe ganz woanders. Ganz sicher? Ja, ich stehe ganz woanders. Hä? Nein! Hast du das Ding gesehen mit der Kugel? Na wie denn, was denn? Ich hab drauf geleuchtet, die Kugel war ausgefüllt, diese komischen Plättchen, die jetzt waren. Die haben sie auch schon ausgefüllt. Und dann ist die Lampe ausgegangen. Ja. Nee, manchmal denke ich echt, was haben die sich dabei gedacht, beim Spiel? Ja. Ein Objektiv haben wir. Aha. Das war ich. Was? Das war ich. Wie konntest du mich aber anspringen? Hä? Wie konntest du mich jetzt killen? Klar, während ich spawne, sterb ich. Wie konntest du mich aber killen? Bitte Frage. Hast du ihn gemerkt, was passiert ist? Nö. Ich bin gestorben. Dann bin ich da diese komischen Felsen hin und her gesprungen. Kennst du ja, ne? Den Einstieg. Ja. Und da bin ich runtergefallen. Ja, dann müssen wir eins machen. Also wir werden natürlich die Folge noch zu Ende. Also die werden wir natürlich noch zu Ende drehen, ist klar. Ja. Das wird noch zu Ende gemacht. Oh man, es ruckelt schon wieder dieses verfickte Dreckspiel, Alter. Oh, wieder so viel geflucht. Immer ein großes Beep rübersetzen. Das wäre da komme ich, bestimmt in der Hölle für. Ach nee. Das wäre sowieso so viel Arbeit, das alles wegzubiepen. Der Raptor ist mal wieder tot. Ja. Also, ich bin bestimmt heute der meistgetötete. Du kannst natürlich auch, wenn du das möchtest und magst, es ist natürlich dir überlassen, du kannst auch ruhig dann richtig den Namen sagen, also ist es nicht. Deswegen sage ich, wenn du magst und möchtest, ne? So lange bin ich sag so, ist mir alles eigentlich egal. Nee, das nie, ich gebe ja keine. Nein, ach, klar, ich gebe gleich als Adressen weiter. Ja, also ja. Von mir aus nein, ich keine Ahnung, Schnullerbacke oder so, dann ist mir Schnullerbacke. Nein, wir bleiben denn schon. Klar, ich gebe ganze Adressen gerne im Internet weiter. Das mache ich gerne. Nein, mache ich nicht. Nee, aber ich glaube. Oh. Ich bin gerade. Ah, nee. Du bist ja der Carrier. Nee, ich bin nicht der Carrier. Das ist der Set Monkey. Bist du bei der nächsten Kugel? Wenn ja, dann kannst du auch zugucken, was ich für Blödsinn wieder mache. Warte mal, ich muss mal wissen, wo die ist. Hier hinten bei dem Feld, warte. Warte, ja, ach so, da bist du. Ja, ich seh's. Hab's gerade gesehen. Zum Ende der Folge gehe ich nochmal ein bisschen drauf ein. Ganz kurz. Also werden wir kurz machen. Wie es mit dem Projekt weiterläuft. Müssen wir ja denn. Ja. Also müsst ihr eigentlich entscheiden, ob wir weiterspielen sollen oder nicht, weil manchmal kann Glück haben, manchmal nicht. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass wir jetzt noch einen Spieler gefunden haben, ist wirklich ziemliches Zufall. Glück. Zufall. Ja. Ziemlicher Zufall. Ja. Weil
Dann müssen wir denn, ja doch, da können wir ja die Zuschauer vielleicht entscheiden lassen. Können wir ja machen. Aber wie gesagt, weil ich gehe davon aus, wenn es denn jemand gucken wird, da weiß ich, da wird das keiner. Oh, ich bin auch fast drauf gegangen, Alter. Ich stand schon versteinert vor denen und bin tot. Oh, ich bin auch fast drauf gegangen, Alter. Aber nur fast. Oh. Jetzt sieht man wieder, wie schlecht ich bin. Lässt er wieder raus. Ist das normal, Alter? Das ist nicht normal. Gammeln wir jetzt in der Lobby rum, Alter. Das wäre jetzt schon der zweite Part der Folge, also wäre jetzt schon mittlerweile. Denk am in der Höhle, in der Lobby rum. Ist mal eine schöne Erfahrung eigentlich so von dem Spiel. Das ist ein neues Lobby-Spiel. Das ist ein richtig geiles Spiel, das müsst ihr unbedingt zocken, Alter, müsst ihr unbedingt. Guck mal, ich bin rausgegangen, schnelle Partie und lande wieder bei dir. Ja, ja, habe ich vorhin schon auch gehabt. Du bist, bevor du mich eingeladen hast, habe ich genau dasselbe gefunden. Nochmal, ich probiere jetzt so lange weiter, bis ich jemanden finde. Da. Das ist Dölle. Das siehst du immer, oder? Naja, es sind bloß noch 215.296.310 Tode. Eben hat er nicht mal mehr einen Server angezeigt. Retrieving Game Room Data. Oh. Ja, das war mir eben doch. Oh. Ha, da warst du gerade wieder. Ach, da ist er ja mal wieder. Ach Mann, ey. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. The Flock, Ende. Nada, aus. Nada, Ende, nicht, Alter. Da kannst du völlig. Oder haben die vielleicht bloß ein technisches Problem, dass kaum noch welche rufkommen? Die Retrieving Game Room Data oder sowas da? Retrieving Game Room Data, warte mal, Retrieving. Mensch, wenn man mein Englisch nicht nur Yellow from the Egg wäre, Alter. Mehr als nur Yellow from the Egg, ey. Kacke, Mann. Retrieving Game Room Data. Das Englisch hast du bei mir. Ey, da hab ich gepennt, Burger Alter. Ich kann's ein bisschen, aber da hab ich gepennt einfach. Ey, Retrieve. Was heißt denn Retrieving, Alter? Oh Gott. Ich muss unbedingt mal. Immer wenn man einen Ersatz braucht, findet man keinen. Weißt du. Das ist natürlich echt kacke, Mann. Ich kann jetzt so tun, als ob ich irgendwas Cooles mache, weißt du, indem ich einfach die Sprache umstelle. Einfach mal von Deutsch auf Japanisch. Japanisch finde ich allerdings sehr geil. Einstellungen, Steuerung, Sprache. Es hängt. Japanisch. Was ist los? Oh, Japanisch. Sieht aus wie. Oh Gott. Sieht aus wie Gott. Früher. Ich weiß jetzt nicht, wo finde ich jetzt die Sprache, Alter. Soll ich es dir sagen? Ja, bitte. Du gehst ins Hauptmenü, okay? Ja. Dann auf dieses Zahnrad. Warte. Sprache ist hier. Wo ist denn jetzt Zahnrad? Also Hauptmenü, dann ist da unten dieser Ausknopf, dann darüber Zahnrad, darüber ist ein Schraubenschlüssel. Ja, das habe ich, das weiß ich. Wo ist die Sprache? So, dann das zweite Buch, also das untere Buch. Ja. Da sind dann Sprachen. Und welche ist Deutsch? Die erste, nee. Zweite, dritte? Die einfach runterziehen. 1, 2, 3, 4, die fünfte. 3, 4, 5. Ja, jetzt hab ich's. Ja, jetzt hab ich's. Ich spiel weiterhin auf Japanisch, weil das kann ich. Ich habe früher, wie heißt es? Oh Gott, Monster Hunter Film United auf der PSP gespielt auf Japanisch. Ey, ich guck mir Dings gerne, Alter. Ich habe einen neuen Spieler. Ist zwar alles auf Japanisch, aber ich habe einen neuen Spieler. Lord Imperial. Ich lade dich mal ein. Mach mal, nee, ich tritt bei. Da. Lord Imperial. Ich kann's jetzt. Machen wir Tempel? Warte. Tempel. Tempel ist Beste. Jo. Ich weiß jetzt zwar nicht, was hier was heißt, weil bei mir heißt Tempel, das ist irgend so ein Viereck mit noch ein Viereck drin und ein Pfeil daneben. Toll. Hm. Ja, ist Japanisch. Japanisch ist geil, die Sprache. So. Oh, gerade wollte ich was schreiben. Das Coolste ist eigentlich, kannst du wenigstens jetzt, wenn jetzt alles über Mischpulttechnik läuft und sowas, ja, kannst du wenigstens immer so schön die Aufnahme immer noch schön muten, wenn du jetzt husten musst oder so. Frage. Wie viele Player sind wir gerade? Achso, wir standen gerade Rating for Players. Ja, steht bei mir auch immer. Jetzt
Jetzt geht's. Ja, sonst ist bei mir nie so. Warte mal, ich muss leiser stellen, weil jetzt übertönt das Spiel übel. So, jetzt geht's wieder. Oh, zurück zum Spiel. Ja, das ist natürlich, ach ja, was ist denn hier? Hey, gehst du gerade von diesen Dingen? Bleib mal stehen. Bist du es da? Wo bist du? Rennst du gerade? Warte, ich brüll mal. Ach, da bist du. Ach, jetzt ist er, wo ich bin. Zur Info, ich bin der Flock. Naja, du bist gerade gestorben, kann das sein? Nee. Gut, dann warst du so Lord Imperial. Hoffentlich bleibt der ein bisschen länger drin, weil kann man hier draus mehrere Folgen machen. Ja gut, wie gesagt. Ja, wenn wir schon die Gelegenheit haben, mal jetzt ja noch gut, mit wie zu gesagt, spielen. Ich habe meine Folgen sind halt auch, also ich nehme halt schon ein bisschen auf, ist klar. Aber es sind meistens dann immer nur zwei Parts, ne, sozusagen. Ja. So. Eigentlich wenn ja so dual togethers, wenn eigentlich, wenn denn halt mit immer beendet mit macht's gut oder so. Wurdest du gerade getötet? Ja, das warst bestimmt du. Ja, das warst du. Ich hab's gesehen. Ich seh's. Das warst du. Du oller Sack. Ja, ja, ich weiß schon, wo du bist. Komm mal ruhig her. Wenn ich dich kriege, ich versohle dich in Arsch. Ja. Dich versohle ich in Arsch. Oh, ich hab was gefunden, Alter. Die Gegend kenne ich noch gar nicht. Hey. Was sagt man dazu? So Flock neuer Kunden, diese Map hier, diese Gegend, die kenne ich gar nicht. Wo denn? Was denn? Wer denn? Ich bin hier in der Gegend, die kenne ich noch gar nicht. Du bist immer noch Carrier, ich kann dir das nicht zeigen, leider. Dann zeig mir gleich. Naja, gleich bist du bestimmt wieder tot. Ja, nö, dann muss ich denn mal noch zum Ende der Folge. Ich hab rausgefunden, es haben Leute gespielt. Da vielen Tode, also ungefähr 16 Tode. Hört sich jetzt wenig an, ist aber ein Fortschritt wenigstens. Ja, ist ein Fortschritt. Ein positiver, negativer Fortschritt. So. Oh, wir haben neun dazu gekriegt. Wir sind jetzt zu viert. Bist du gerade Carrier? Nein. Gut. Wo bist du? Schrei mal. Ja, ich bin du bist tot. Ja. Ich weiß, du stehst genau neben mir. Ich hab dich da rechts oben rennen sehen. Ja, das war ich. Was? Ich bin hier. Guck mal, 305. Ja? Was? Na, Tode. 5? Na, vorher waren noch 16. Jetzt 305. Ja, es kann Sinn, dass einfach auch eine kurze Flaute meistens immer ist. Kann sein, aber. Also, die kurze Flaute war sie nicht lang. Das war ja fast den ganzen Tag. Ja, das ist halt eine Flaute, die halt einen Tag ging. Lange kurze Flaute. Lange kurze Flaute, kann halt mal sein. Ich brüll mal gerade schnell. Muss ich auf dich herabblicken? Hä? Muss ich auf dich herabblicken? Wo bist du? Ja, gute Frage. Ich brüll einfach mal. Oh nee, jetzt habe ich einen Double erstellt, einen Double. Warte. Jetzt. Du stehst gerade da. Ja, das bist du. Pass auf, komm mit. Ich zeig dir jetzt, was ich meine. Jo. Welcher noch weiß, wo ich hin muss. Ach, hier hoch. Das kenne ich noch gar nicht. Oder kannte ich bis jetzt gerade eben noch nicht? Kein Witz, kannte ich noch nicht. Kommst du hinterher? Ja. Hier oben? Das hier hinten. Da kommen wir hier oben rauf dann. Das kann ich noch gar nicht. Nee. Nö, kein Witz. Kann ich wirklich noch nicht. Wo bist denn du? Ich stehe jetzt hier. Ich warte eigentlich auf den richtigen Moment, dass der Carrier hier durchkommt. Ich hab ihn. Gut, und ich hab dich gleich. Nee. Lass mich bitte noch die Kugel einsammeln. Das Objective. Bitte. Bitte. Oh oh. Nicht anleuchten. Lass mich bitte die Kugel einsammeln. Du hast mich die Kugel nicht einsammeln lassen, du Arsch. Ich sag dir, wenn ich dich kriege, Alter. Du hast den Krieg angezettelt. Du bist schuld. Das war ich gar nicht. Natürlich warst du das. Du bist der Carrier. Ich sehe dich so, ja, hier in der Kamera, in der Steadicam. Sehe ich dich so, ja. Doch, ich sehe dich. Siehst du, als ob ich Carrier spiele? Ja, das sehe ich sogar zufällig. Oh Gott, ich sehe, meine Lampe ist aus und ich sehe andauernd Leute. Ja. Ich habe mal angeleuchtet. Du bist aber nicht mehr Carrier. Tja, ich hab's dir gesagt, Klaus, du hast es gewusst. Oh. Schnullerbacke.
Ey, das Ding heute, ey, der Schockmund hier, Alter, der ist übel schwer, Alter. Wo gleich der Popschuss mit dran ist, Alter. Der ist richtig schwer, Alter. Kein Witz. Ja, nee, ich mach das Match noch zu Ende. Und dann werde ich erstmal noch darauf eingehen, wie das mit Soflock weiterläuft. Ist ja klar. Man könnte ja sowas wie eine Abstimmung machen. Ja, natürlich, ne? Also die Zuschauer können natürlich auch mitentscheiden. Also so ist natürlich nicht. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn das Match jetzt zu Ende ist. Weil es wird auch nicht mehr lange gehen. So. Es kann natürlich auch sein, dass es gerade war, was ja immer da stand, diese Retrieving Game Data Rooms oder so, Server Rooms, was weiß ich. Kann irgendwie auch sein, dass da was so war, dass du nicht joinen konntest. Nämlich, dass du Alte das. Version oder irgendwelche Leute haben gehackt und sowas. Genau so. Aber das Ding ist, der Hersteller geht mit Hackern ganz bestimmt vor. Die hacken, also wo sie rauskriegen, dass die Leute hacken, die kriegen sie, die finden sie, machen sie ausfindig, ne? Und die Leute, die sterben, die gehackt haben oder halt gehackt haben und Aber Tode hä, man erleiden, hackt doch dafür, dass man nicht stirbt. man hackt ja das Spiel allgemein nicht. Hackt man ja nicht. Warst du der Und Carrier? nein, ich bin immer noch im Flock. Ja, der Carrier stand gerade so doof mal ganz spontan in der Ecke rum, ohne Licht. Der eine bewegt sich hier wirklich ziemlich doof durch die Gegend, der ruckelt, der leckt ein bisschen. Ja, welcher der Gonzo? Irgendwie sowas, ja. Du stehst gerade da oben? Wo? Wo stehe ich? Jedenfalls mit den Hackern soll das so vorangehen. Die hacken und sterben in dem Spiel, die machen sie ausfindig, also anhand der IP. Ja. Und die Leute, die gehackt haben, also die so viele, so wie viele Tode, die erlitten haben, diese Tode werden im Spiel wieder gut geschrieben. Sprich, wenn jetzt ein Hacker, sage ich mal, 1000 Tode stirbt, als Beispiel jetzt, Ja. ne? Und die finden heraus, dass er hackt, wird er das erste Mal verwarnt. Und dann werden diese 1000 Tode, die er erlitten hat, werden dem Spiel wieder gut geschrieben. 1000 Freitode. Weißt du? So. Jetzt frage ich mich immer noch, weißt du, was zum Anfang, welche Zahl, also Todeszahl zum Anfang war? Also bevor niemand tot war, die volle. Es wurde angesetzt mit irgendwas mit 35.200. 15.358.000, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Wie Die genaue Zahl kannst du im wie Internet nachlesen. sind die da drauf gekommen? Ja, keine Ahnung. Gute Frage. Oh, ich habe auch noch Das eine ist. geile Stelle gefunden. Die glaube ich auch noch nicht kennst. Hier, ich brüll mal. Jetzt bin ich aber Carrier. Ja, ich habe eben schönes Feuerwerk beobachtet. Ja, genau, komm mal hier. Ja, genau. Bist du denn? Sagte Tod, wo du bist, wo er ist. Ich laber schon wieder bloß Müll. Ja. Bisschen. Ein bisschen. Aber egal. Dafür ist die Runde da. Ist ja kein Ding, Mann. Ja. Ist ja nicht so, Guck mal, dass du hier bist Carrier, durchgehen. ne? Guck mal Ja. oben aufs Dach. Hau mich ab, das bist du hier. Nee. Guck mal oben. Natürlich. Guck mal ein bisschen weiter nach rechts und oben auf dem Dach rauf. Der Wichser, wie kann der mich denn töten, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß, Ja, Mann? das wollte ich vorhin auch sagen. Einer hat den anderen ganze Zeit angeleuchtet. Der ist nicht gestorben. Das habe ich im Todesbild schon gesehen. Ja, weil wenn du nicht versteinert bist. Nee, der ist gelaufen. Was war Ja, er verstehe ich aber nicht, weil. Nee, normalerweise ist das so, wenn du stirbst, also wenn du Flock bist, ne? denn? Und du bist versteinert, bist du immun gegen das Licht. Weil das Ja. Licht ist ja, schadet dir ja. Ja, aber der So. Typ ist ganze Zeit gelaufen. Ja, ich meine jetzt damit bloß so im normalen Sinne, weißt du? So, und wenn du angeleuchtet wirst und du bist versteinert, macht dir das Licht nichts aus. So, und eigentlich müsstest du ja sterben, wenn du läufst und du wirst angeleuchtet, müsstest du eigentlich sterben. Ne? Ja. So. Naja, wer weiß, was das ist. Ne? Es war eben schon wieder so. Und der Typ stand ja vor mir, Und als der. Flock, der eine, und ich habe den angeleuchtet. Der hat sich zwar nicht Ja, bewegt, aber. wenn das du dich dran bist, ist es So. natürlich auch, dann geht's auch. Ja, das ist richtig. So, ich lief mal das Game, weil ich werde jetzt hier, wie gesagt. Ja. Ja, Geh auch mal raus. wie kann man das am besten sagen? Ja, Ja, erstmal ganz stelle einfach ich hier so. wieder auf Deutsch. Ja, genau.
Das wird ganz einfach so gemacht. The Flock wird erstmal zumindest auf Eis gelegt. Bis man vorerst herausfindet, dass wieder mehr Leute spielen. Und aber ich werde natürlich natürlich beobachten, das Spiel jetzt die nächsten Tage, Wochen und so weiter und so fort. Werde ich das Spiel natürlich beobachten. Der Raptor hier natürlich auch, glaube ich mal. Ja, so immer wenn ich Zeit habe, werde ich mal gucken. Und wenn wir natürlich merken, man kann natürlich, ich werde natürlich und noch in der Infobox werde ich natürlich auch noch verlinken, den Countdown für die Population, die immer weiter runtergeht. Ansonsten, wie gesagt, ich werde das Spiel beobachten. Der Countdown ist natürlich alles in der Infobeschreibung. Ja, wie kann man noch sagen? Wie gesagt, wir werden es beobachten. Vorerst wird es auf Eis gelegt, ganz einfach. Weil ihr habt gesehen, schnelle Partien sind leer gewesen. Ja, habt ihr alles selber gesehen. Dass wir so coole Kids waren, dass wir in der Lobby rumhängen. Ja, so coole Kiddies sind wir. Ja, die hatten alle Angst vor uns. Keiner wollte joinen mehr. Haben alle das Spiel verlassen. Keiner spielt mehr. Ja. Ist schon tragisch. Das ist schon wie ein Game Room Date, da habe ich jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, ich weiß gerade mit dem Wort nichts. Ich bin gerade komplett aus The Flock rausgeflogen. Also, müsst ihr verstehen, Leute, mein Englisch ist not yellow from Zack und so, ne? Also. Jo. Ja. Ich habe mein Englisch aus einer türkischen Dönerbude. Ja. Ja, ich habe Japanisch auch in der Grundschule gelernt. Als Hauptsprache. Ach Mann, ey. Scheiße. Das ist immer so eine richtig flachen Witze, Mann. Jedenfalls, The Flock halt wird auf Eis gelegt. Ja, kann man halt nicht viel zu sagen eigentlich, außer halt, dass es auf Eis gelegt wird und hoffentlich wird es bald besser. Hoffentlich, weil ich möchte das Spiel gerne bis zum Finale zocken, was es geben soll. Ja. So. Also, werden wir sehen. Ja, wie gesagt, Folgen werden dann auch folgen, natürlich, wenn wieder gespielt wird. Die Folge, die wir jetzt gedreht haben, die wird auch noch online kommen. Die wird natürlich wird die hochgeladen, Alter. Was glaubst du denn? Retrieving Game Room Day, jetzt komme ich gar nicht mehr rein, Alter. Ja, wie gesagt, ich komme jetzt nicht mal mehr bei The Flock rein. Warte, ich probiere nochmal. Spielst du Flock, ja. Bei mir bist du komplett im Game online. Ja. Jetzt geht's. Jetzt bist du im Menü. Schnelle Partie. Bei mir geht's jetzt. Ja, okay. Warte. Da. Ja, wäre ich automatisch zu dir connected. Oh, ich bin wieder raus. Ja, wie gesagt, und mit diesen Worten, ja, verabschieden wir uns. Hast mich wieder eingeladen? Nee. Doch, du hast mich eingeladen. Oh, dann lade ich dich mal aus. Lädst du mich mal aus? Ja, okay. Ja. Mit Shiving Game Room Data komme ich gar nicht mehr rein. Ja, ich bin schon wieder rausgeflogen. Ach, so ein Kack, Mann. Na, jedenfalls, das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesehen. Na, ist egal. Mit diesen Worten verabschieden wir uns denn, würde ich sagen. Jo. Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Wie gesagt, immer raus damit, wenn du möchtest. Immer schön flockig bleiben, frisch bleiben. Ja, immer schön flockig bleiben. Aber meine Worte nicht so ernst, dass später irgendein Todesfall in der Zeitung kommt, dass jemand im Kühlschrank erfroren ist. Das will ich jetzt nicht damit sagen. Dass er nicht flockig geblieben ist, ne? Nee, frisch geblieben ist. Ach so, ja. Das macht natürlich Sinn. Badewanne, kaltes Wasser geht noch, aber bitte nicht in Kühlschrank oder Kühltruhe. Das ist schon schwer. Das ist wirklich schwer. Ja, da würde ich jetzt von mir aus, ciao Leute, bis zum hoffentlich nächsten Mal. Ja, was hoffentlich auch bald irgendwann mal kommt. Mhm. Hoffentlich, wenn es weiter gespielt wird. Und ansonsten, ja, gesagt, hast du alles, glaube ich mal. Ja, doch, hast du, ne? Ja, ich habe auch alles gesagt, das wird auf Eis gelegt. Ja. Punkte sind aufgezählt und würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, doch, bis zum nächsten Mal. Ja. Und macht's gut.